Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich über Kinder- und Jugendbücher spreche. Und alles Gute für 2023. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und gut hineingekommen. Heute ist der 1.1.2023 und meine Familie hat heute auf Anregung des 16-jährigen Kindes einen ganz gemütlichen Lesetag veranstaltet. Also wir haben alle heute uns den ganzen Tag irgendwo rumgelümmelt und gelesen, mehr oder weniger. Der Älteste hat vor allen Dingen Manga gelesen und ich habe einen Teil meiner Bücher, die ich in 2022 angefangen habe, noch fertig gelesen und einige neue Bücher angefangen zu lesen. Und wollte die heute einmal kurz vorstellen und auch die Bilderbücher, die ich heute mit dem jüngsten Kind zusammen angeschaut habe. Und damit möchte ich auch starten. Und zwar haben wir uns angeschaut, Wenn es Winter wird, von Thomas Müller im Meyers Verlag erschienen. Ein Pappbilderbuch mit Klappen. Das lieben natürlich alle Kinder. Und es geht eben darum, wie Tiere in Europa den Winter verbringen. Vieles verbirgt sich wirklich hinter den Klappen. Der Text ist nicht wirklich wenig und meine Kinder hatten nicht immer die Geduld, sich den anzuhören. Die Informationen sind auch schon ziemlich fortgeschritten vom Verständnis her, finde ich, und auch von dem, wie tiefgreifend die Informationen eben sind. Deswegen ist das Vorlesen so eher für 4-5-Jährige wahrscheinlich interessant, während das nur angucken und drüber reden und hinter den Klappen nachschauen, kann man sicherlich auch mit kleineren Kindern machen, also so Dreijährige, vielleicht auch schon große Zweijährige. Ja, die Illustrationen sind auch von Thomas Müller und gefallen mir sehr gut. Sie sind sehr realistisch gehalten und sehr übersichtlich, finde ich. Ich will mal eine zeigen hier zusätzlich zum Cover, wo man sieht, es wimmelt nicht zu viel herum. Das empfinde ich manchmal als zu überfrachtet, wenn einfach zu viele Details darauf sind. Und das ist hier eben nicht so. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch, dass es mal ganz realistische, naturnahe Darstellungen sind. Ja. Also insgesamt auf jeden Fall eine Empfehlung, auch passend zur Jahreszeit, nicht wirklich passend zum Wetter heute. Wer sich, wenn er das Video schaut, nicht mehr daran erinnern kann, in der Silvesternacht 2022, 2023 hatten wir hier 17 Grad in Deutschland, also nichts mit Schnee und Eis und Kälte. Aber das Buch hat auf jeden Fall dazu eingeladen, vom Winter, vom richtigen Winter zu träumen. Dann ebenfalls mehr ein Sachbuch haben wir uns angeschaut. Drachen im Nelson Verlag erschienen, im Original wohl im Asborn Verlag auf Englisch erschienen. Die Autorin heißt Judy Tatchell und die Bilder sind von Ruben Behrens und Keith Furnival hergestellt. Das ist ein Papierbilderbuch mit Klappen und ach nee, Illustrationen steht hier, sind von Peter Scott, Entschuldigung. Aber die Bildbearbeitung und das Design sind von Ruben Behrens und Keith Furnival. Genau, wollen wir ja auch den Richtigen die Ehre zuschreiben, denen sie gebührt. Es ist von der Aufmachung her sehr interessant, finde ich, weil es sehr pink und lila und glitzerig und bunt und märchenhaft ist, aber vom Inhalt her durchaus relativ sachlich gehalten und ernsthaft und ja, also auch die ernsteren Themen angesprochen werden, dass Leute zu Schaden gekommen sind unter Umständen durch Drachen, wird hier thematisiert. Das Interessante an diesem Buch über verschiedene Drachenlegenden und Drachenmythen ist vor allen Dingen, dass neben dem klassischen europäischen Drachen und im Speziellen nochmal dem Drachen von Wales als Extrageschichte auch
die chinesischen Drachen und südamerikanische Drachen vorgestellt werden. Das fanden sowohl meine Kinder als auch ich super interessant und alle mochten sehr gerne die Aufmachung dieses Buches, die Tatsache, dass es viele Klappen zu gucken gibt und dass da auch der eine oder andere kleine Witz mit Augenzwinkern drin enthalten ist, so ein kleines Mäuschen, das immer mal wieder so sein Fett wegbekommt. Also auch ein schönes Buch, interessant über Drachen. Text will ich vielleicht noch mal zeigen. Ist nicht ganz wenig, aber gut aufgeteilt und groß gedruckt. Hier sieht man auch mal so eine Klappe. Da ist zum Teil dann auch noch mehr Text dahinter. Also auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Und dann passend zum Thema Drachen eine fiktionale Geschichte von Dream Team Axel Scheffler, Julia Donaldson, erschienen im Belz und Gelberg Verlag, Zock. Zock ist ein Drachenschüler, der sozusagen davon träumt, summa cum laude die Drachenschule zu beenden und auf dem Weg dahin das eine oder andere Mal aber durchaus strauchelt und von unerwarteter Seite Hilfe bekommt. Das ist sozusagen der erste Teil der Geschichte und im zweiten Teil der Geschichte geht es dann nach der Schulzeit um eine, wie ich finde, sehr interessante Art und Weise, die klassischen Ritter, Prinzessin und Drachengeschichten zu erzählen. Also eine Abwandlung dieser klassischen Geschichten, die mir extrem gut gefallen hat und meinen Kindern auch. Und ja, es ist ein Papierbilderbuch, hat bei uns auch durchaus schon ein bisschen gelitten, im typischen Stil von Axel Scheffler und Julia Donaldson, auch in Reimen geschrieben, von der Textmenge her auch durchaus jetzt überschaubar. Das ist jetzt eher wenig Text. Ich muss mal gerade schauen. Auf anderen Seiten ist es schon ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel in Reimen geschrieben. Und ich finde, leider gibt es hier so ein paar Stellen, wo die Reime einfach relativ holprig sind. Entweder ist die Übersetzung nicht gut, der Satzbau ist dann ja sehr ungünstig oder sehr ungewohnt, damit es mit dem Reim passt. Oder der Rhythmus ist schon relativ holprig. Das ist mir in anderen Büchern von Axel Scheffler und Julia Donaldson nicht so aufgefallen. Hier jetzt das erste Mal. Das nimmt sozusagen der Geschichte nichts von ihrem Charme, aber ich wollte es mal angesprochen haben, weil es mir eben schon aufgefallen ist. Und ja, also ich musste das ein oder andere Mal beim ersten Lesen schon nochmal neu ansetzen. Aber eine ganz tolle Geschichte insgesamt. Also vom Inhalt her auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Empfehlenswert für alle. Das letzte Buch, was wir dann heute noch geschaut haben aus der Lieblingskinderbuchserie meines jüngsten Kindes, aus der Reihe Kalle und Elsa von Jenny Westin Verona und Jesus Verona. Kalle und Elsa lieben die Nacht. Das ist im Bohem Verlag erschienen. Und es geht eben um Kalle und Elsa, die sind beste Freunde, gehen zusammen in den Kindergarten und erleben jedes Mal tolle Abenteuer, wenn sie zusammen spielen. Und in diesem Buch ist es so, dass Kalle bei Elsa übernachtet und während Elsas Papa sich um den Haushalt und die Verköstigung der beiden kümmert, bauen die beiden sich eine Rakete und starten eine ganz fantasievolle Reise ins Weltall. Einmal kurz gezeigt. Text ist überschaubar, das sind immer so 4 Zeilen pro Seite. Es ist ein Papierbilderbuch mit insgesamt, steht das hier? Nee, wie viele Seiten steht hier nicht? Die Kinder brauchen schon ein bisschen Ausdauer, um die ganze Geschichte sozusagen sich vorlesen zu lassen. Aber es gibt viele schöne, bunte Bilder, auf denen es immer auch viel zu entdecken gibt. Und man kann die Geschichte auch mit den Kindern erzählen und muss nicht unbedingt sozusagen, ist nicht unbedingt auf den Text zwingend angewiesen. Ja, mir gefallen die extrem gut. Ich habe die damals in einem speziellen Online-Shop entdeckt, die Bücher. Den werde ich mal in der Infobox verlinken, insbesondere wenn es die da noch zu beziehen gibt. Die anderen Bücher
Werde ich mal schauen, wo ich da Links finde, entweder zu den Verlagen oder ob das über Genia lokal funktioniert. Ja. Das waren Kalle und Elsa. Dann kommen wir jetzt zu den Büchern für größere Kinder, Schrägstrich Jugendliche, die ich gelesen habe, wobei diesmal sind es eher Bücher für Grundschulkinder, große Grundschulkinder, vielleicht so Fünft- und Sechstklässler noch nicht mehr so richtig für Teenager als Zielgruppe, würde ich sagen. Und das erste habe ich schon mal in meinem 2022-Video erwähnt. Das ist leider nicht auf Deutsch erschienen. Es ist von Kerr Fox und M. Shelley Coates. The Secrets of Topsy, a Friendly Town That's Almost Always by the Ocean, ist erschienen im Disney Hyperion Verlag damals. Und ist der Auftakt zu einer Serie. Und es geht um Davy, der neu in die Stadt Topsy zieht, in der einiges anders läuft als im Rest der Welt. Für die Bewohner der Stadt ist das aber alles völlig normal und Davy ist sozusagen nicht nur das neue Kind, sondern muss sich auch an einige sozusagen neue Regeln der Physik und Biologie gewöhnen, die nur dort gelten. Und es ist immer in so kleinen Anekdoten erzählt, nicht nur aus Davys Sicht, sondern auch aus der Sicht von einigen anderen Mitschülern aus seiner Klasse und zwischendrin gespickt mit kleinen Flyern aus Topsy, mit kleinen Artikeln aus der Schülerzeitung oder Nachrichten von den Lehrern an die Eltern und hat mir insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr, sehr witzig. Wie gesagt, leider nicht auf Deutsch erschienen, aber für Erwachsene, die gerne Kinderbücher lesen, sicherlich ein kurzweiliges Vergnügen oder auch für Kinder, die zweisprachig aufwachsen. Dann habe ich durchgelesen ein Buch, was ich letztes Jahr gekauft habe, Mrs. Frisbee and the Rats of Nim by Robert C. O'Brien. Dieses hier ist bei Simon & Schuster erschienen, ist aber auch auf Deutsch übersetzt worden. Ich hatte nur, als ich danach gesucht habe, aktuell keine deutsche Ausgabe gefunden. Es scheint überwiegend nur noch antiquarisch erhältlich zu sein. Ich werde mal schauen, ob ich es irgendwo finde auf Deutsch. Das ist so ein Klassiker im englischsprachigen Raum, der vor mehreren Jahrzehnten auch mal verfilmt worden ist. Und ich habe die Verfilmung damals gesehen und fand das sehr gut und war sehr interessiert daran, wie das Buch ist. Und ich muss sagen, ich finde, das englische Buch ist sehr schön geschrieben, hält auch sozusagen Stand bis heute stilistisch. Ich finde, das könnte man auch heute noch sehr gut seinem größeren Kind vorlesen oder sein größeres Kind alleine lesen lassen. Die Geschichte ist, finde ich, spannend und interessant. Es geht um die alleinerziehende Maus Mrs. Frisbee oder ich glaube auf Deutsch heißt sie Mrs. Brisby oder im Film zumindest heißt sie Mrs. Brisby, die das Problem hat, dass sie ihr Winterquartier unbedingt verlassen muss, weil an der Stelle der Bauer pflügen wird. Ihrem jüngsten Kind geht es aber nicht gut und es würde die Reise ins Sommerquartier aktuell nicht überleben und sie braucht Hilfe. Und ja, am Anfang geht es halt vor allen Dingen darum, wie so eine kleine Maus im Garten einer Farm überlebt, mit welchen Gefahren sie sich rumschlagen muss. Und im weiteren Verlauf, als Mrs. Frisbee dann Hilfe bekommt von den Ratten von Nim, klärt sich dann auch noch sozusagen das Mysterium um diese Ratten und um dieses Nim, was sehr interessant ist. Und ja, auf jeden Fall eine Leseempfehlung für alle Leute, die gerne solche spannenden Abenteuer-Mystery-Geschichten mögen. Mit Sicherheit für Kinder ab 6 Jahren, denke ich, zum Vorlesen geeignet, und für größere Kinder, weil es vom Text her schon recht umfangreich ist, zum selber Lesen. Dann habe ich gelesen den zweiten Band der Schule der magischen Tiere. Der heißt Voller Löcher, ist im Carlsen Verlag erschienen, geschrieben von Margit Auer. Ist ja eine relativ bekannte
Serie. Und das hat mir insgesamt gut gefallen. Ich mochte den Stil, fand den sehr zugänglich, sehr gut geschrieben, stilistisch. Und auch von den Themen in dem Buch fand ich es gut. Es war schon relativ viel, also mehrere Geschichten von mehreren Kindern wurden da erzählt, hauptsächlich von zwei, ja, von drei Kindern sozusagen. Die hatten alle so ihren eigenen Plot, der da drin bearbeitet wurde. Es ist auch nicht gerade ein wahnsinnig dünnes Buch. Es hat, Seitenzahlen stehen hier auch gar nicht drin. Ja. Etwas über 200 Seiten. Schrift ist relativ groß. Ich zeige das mal so. Und an den Kapitelanfängen ist auch immer ein Bild mit drin und manchmal zwischendurch noch so eine kleine Illustration. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ich war ganz gespannt darauf, weil das ja schon eine relativ bekannte, auch mittlerweile verfilmte Serie ist. Und ja, auf jeden Fall eine Leseempfehlung zum Vorlesen für, ja, Grundschulkinder, zum Selberlesen eher für größere Grundschüler, weil es schon vom Text her umfangreich ist und eher, ja, also hat jetzt nicht auf jeder Seite eine Illustration. Die Schule der magischen Tiere. Und dann habe ich noch angefangen und bin bis jetzt erst so weit gekommen. Tee mit Onkel Mustafa von Andrea Karimé und Annette von Bodecker-Büttner. Die haben anscheinend auch mehrere Bücher gemeinsam geschrieben, ist im Picus Verlag aus Österreich erschienen. Und es geht um Mina, die in Deutschland lebt und mit ihrer Familie in den Ferien die Familie ihres Vaters im Libanon besucht. Und dort gefällt es ihr im ersten Moment nicht so gut. Es ist alles sehr, sehr anders, alles sehr, sehr komisch. Sie kommt anfangs mit der Hitze auch nicht so gut klar. Und dann lernt sie aber Onkel Mustafa kennen und mit dem versteht sie sich auf Anhieb extrem gut. Und er erzählt immer tolle Geschichten. Und dann geht es halt darum, was Nina in diesem Sommer erlebt, begleitet von den tollen Geschichten von Onkel Mustafa, aber auch von den ersten Gerüchten, dass die Gefahr eines möglichen Krieges im Libanon im Raum steht und wie alle mit dieser Gefahr dann umgehen. Ich bin, wie gesagt, habe erst so ein Viertel bis ein Drittel gelesen. Mir gefällt aber bisher die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, sowohl stilistisch als auch von der Struktur her sehr gut. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Tee mit Onkel Mustafa. Ja, dann habe ich auch noch ein klein wenig Hörbuch gehört. Ich höre aktuell Land of Stories, Band 2 von Chris Colfer, gesprochen von Rufus Beck. Mir hatte der erste Band nicht so richtig gut gefallen, obwohl ich das Setting eigentlich total spannend finde. Dieses Buch, da habe ich jetzt vielleicht auch ein Viertel gehört, gefällt mir auf der einen Seite besser, auf der anderen Seite bin ich jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich denke, wenn es jetzt nicht bald richtig losgeht, dann habe ich auch keine Lust mehr. Also es werden zwar einige interessante, witzige neue Figuren eingeführt und das ist alles ganz amüsant, aber ich sag mal so, es gibt ja Kinder aus unserer Welt, die eben in dieses magische Land hinüberwechseln können und davon werden sie aktuell abgehalten und es ist ein bisschen, oh, man wartet darauf, dass sie endlich wieder in das magische Land können und in diesem Buch dauert das ein bisschen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich finde da irgendwie noch rein, weil diese Serie von vielen anderen sehr gemocht wurde. Und ja, habt ihr auch schon mal einen Lesetag gemacht, ihr selber oder als Familie? Wie gestaltet ihr das? Habt ihr so ein festes Datum? Ich finde, eigentlich eignet sich der 1. Januar ziemlich gut dafür. Weil eh alle irgendwie müde sind und spät aufstehen und der ganze Tag so ein bisschen, ja, noch der Ausklang von der Feier vom Vortag ist. Und ja, welche Bücher wollt ihr dieses Jahr lesen? Welche habt ihr vielleicht Ende letzten Jahres noch gelesen und für euch entdeckt? Lasst mir gerne einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns demnächst in einem anderen Video.
Bis dahin bleibt neugierig und habt viel Spaß beim Lesen.